Ja, heute ist Tag 2 des Fastens und ich habe beschlossen, dass ich nicht einfach nur da liege und das für mich alles so ruhig annehme, wie ich das bisher immer gemacht habe. Vielleicht ein bisschen gedanklich arbeiten oder so. Sondern nein, ich bin heute mal bewusst auch wandern gegangen. Nicht lange, vielleicht eine Stunde oder so werde ich jetzt draußen sein. Und ja, einfach um zu sehen, ob eine leichte körperliche Aktivität in irgendeiner Weise einen Einfluss hat. Ich habe ja schon 3-mal gefastet, ihr habt das ja mitbekommen, meine Videos, meine Auswertung. Und diesmal mache ich ja ein paar Sachen anders. Die erste Sache war halt wirklich, dass ich sehr, sehr viel trinke jetzt. Ich habe auch heute jetzt schon, jetzt ist es gegen Mittag, habe ich schon 4,5 Liter getrunken. Und ich trinke einfach wirklich sehr viel. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass ich jetzt ja, versuche auch jeden Tag ein bisschen raus in die Natur zu gehen. Mich da ein bisschen auch zu erden. Etwas Bindung aufzubauen zu der Energie, die uns alle umgibt. Ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht genau, was ich tue, warum ich es tue. Also diesen universellen Ansatz zu pflegen, dass ich halt eins mit dem Universum bin, dass ich das gespürt habe, nicht explizit jetzt in den 2 Tagen, sondern generell, dass auch mein Denken in die Richtung geht und ja, deswegen wahrscheinlich einfach das Bedürfnis, da auch draußen zu sein. Habe aber allerdings auch schon gemerkt, dass mir vor uns das ein bisschen leicht drehend war, deswegen sitze ich jetzt auch. Ja, bin guter Dinge, dass ich heute auch am Tag 2 ganz normal weiter Wasserfasten werde. Ich habe für mich ja kein Ziel ausgegeben. Das vorige Mal, beim ersten Mal, wollte ich so lange wie möglich. Dann habe ich 3 Tage geschafft. Beim nächsten Mal wollte ich mich steigern auf 4 Tage. Dann habe ich 4 Tage geschafft. Beim nächsten Mal wollte ich mich steigern, habe ich 5 Tage geschafft. Und diesmal habe ich aber nicht gesagt, ich will jetzt 6 Tage schaffen, sondern es ist einfach eine Sache, dass ich sage, ich habe jetzt einfach spontan angefangen, intuitiv hat sich das richtig angefühlt und genau wie die Wanderung, wenn es 2 Tage sind, sind es 2 Tage, wenn es 1 Tag gewesen wäre, wäre es 1 Tag, wenn es 7 Tage sind, sind es 7 Tage. Ich möchte einfach wirklich den natürlichen Energien auch Raum geben und wenn ich für mich persönlich irgendeine Zahl festlege oder Ziel vielleicht irgendwo bewusst oder unbewusst fixiere, dann ja, ist es so, dass ich glaube, den Raum da auch ein bisschen nehme. Was mir auch noch aufgefallen heute ist, ist, ich bin ein bisschen geräuschempfindlicher geworden. Ja. Ja. Ansonsten geht es erstmal alles seinen Gang. Ich melde mich dann wahrscheinlich morgen wieder. Ja, jetzt geht Tag 3 des Wasserfastens zu Ende. Und ja, heute ist ja etwas Unschönes passiert, beziehungsweise vielleicht auch nur was Konsequentes. Ich bin irgendwie aggressiv geworden, latent aggressiv. Die ersten 2 Tage, das war schon bei den vorigen Wasserfasten so, ist es immer so gewesen, dass ich die ersten 2 Tage durchaus ja, auf energetischer Ebene und auf spiritueller Ebene spüre, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich das Leid, was mit dem Hunger einhergeht, was diesmal gar nicht so viel war, dass ich das irgendwie begrüße und dass das in irgendeiner Weise auch die Kreativität fördert. Ich habe viel geändert in meiner Wohnung, ich habe bei den neuen Videos, die ich sozusagen jetzt geschrieben habe, die ich noch nicht veröffentlicht habe, aber die ich geschrieben habe, habe ich einige ja, wieder sehr ich sag mal so, für YouTube untypische Videos sozusagen vorbereitet und ja, auf jeden Fall war das echt richtig kreativer Prozess in den ersten 2 Tagen und am 3. Tag bin ich heute ein bisschen aggressiv geworden und latent aggressiv. Das haben auch andere mitbekommen. War nicht so gut. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich werde weiter Wasser fasten und achso, und ich habe gestern Abend mal Flohsamenschalen
einfach Flohsamenschein mit Wasser, ja, sozusagen betrunken, weil das soll irgendwie den Bauch aufblähen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, ob es gut oder nicht gut ist. Ich mache es nicht normal, weil es eklig ist. Ja. Ansonsten. Ja. Trübe Stimmung. Also nicht trüb im Sinne von negativ, sondern eher so. So ein bisschen. Alles smooth, alles gechillt. Ja. Eigentlich nicht zu sagen. Kreativität nach oben geboostet, Aggressivität auch. Interessant, ich hatte ja mal ein Video gemacht, Unterschied zwischen Männern und Frauen, und Kreativität und Aggressivität sind quasi ja, gleich gepolt. Also wer kreativ ist, ist auch zeitgleich aggressiv. Vielleicht verlinke ich euch das Video oben in der Infobox. Ja, ich habe immer noch kein Ziel. Ich werde einfach weitermachen. Morgen am Tag 4 habe ich richtig viel zu tun. Es wird eine richtige Herausforderung zu sehen, ob ich auch am vierten Tag, wo ich keine Nahrung zu mir nehme, trotzdem effektiv und überhaupt arbeiten kann, massiv arbeiten kann, weil ich habe richtig, richtig viel zu tun, körperlich und geistig. Ja, das werden wir dann sehen. Ein Ziel gibt es nicht. Am Samstag, also am siebten Tag, da hat mein Papa Geburtstag. Normalerweise esse ich dann Salat oder sowas, müsste ich nicht, aber es kann sein, dass ich dann am Samstag aufhöre, je nachdem, wie es mir geht. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Ich werde nicht jeden Tag ein Update machen, sondern vielleicht so alle zwei Tage, so wie ich mich fühle. Und genau, entsprechend. Morgen ist Live-Talk, ne? Also, wenn ihr das Video jetzt seht, ist ja Mittwoch und Donnerstags Live-Talk ist immer auf einem neuen Kanal, das wisst ihr. Ich habe euch den Kanal auf der Endcard verlinkt. Wenn ihr live mit mir reden wollt, da bin ich ja gerade noch im Wasserfasten. Wenn ihr Erfahrungen austauschen wollt, wenn ihr über irgendwas reden wollt, was euch am Herzen liegt, ruft dann einfach an. 21 Uhr geht's los, jeden Donnerstag. Und ja, dann können wir ein bisschen miteinander reden. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Und ja, das soll es gewesen sein. Das waren wieder zwei Tage Wasserfasten. Und ja, wir hören uns. Tschüssi.